Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Let's Plays. Und zwar haben wir ja zuletzt hier oben unsere Quests gehabt. Da haben wir dann alle Quests angenommen, die noch über waren. Und jetzt sind wir ja gerade in Nessing Warys Expedition. Und haben jetzt hier, also ich habe jetzt hier schon mal die Quest abgegeben, aus Versehen. Also ich habe ein bisschen zu spät gestartet, die Aufnahme. Genau, und jetzt gehen wir einfach hier durch, nehmen alle Quests an, die hier noch offen sind. Und gehen da direkt auch weiter. Ich werde heute, um es schon mal zu warnen, ein bisschen... Oh, hier sind ja noch mehr Quests, oder? Ja. Ich werde heute, um euch schon mal zu warnen, ein paar andere Einstellungen benutzen am Video. Ich hoffe nicht, dass das zu einem großen Unterschied macht. Also wenn es besser wird, wäre natürlich super. Und wenn nicht, das wäre natürlich blöd. Aber ja, wir schauen jetzt erstmal. So, wir müssen jetzt, also wir machen jetzt einfach die Quest hier zuerst, weil die war jetzt hier in der Nähe. Flusskrokolisk, Krokilisk töten. Oh mein Gott, ich hab's heute mal wieder. Also irgendwas stimmt mal wieder mit meiner Maus nicht. Anscheinend muss ich da mal wieder die Tastenbelegung ändern. Das heißt, wir müssen jetzt über Shift 1, so wie es eigentlich ist, müssen wir jetzt die Tasten benutzen, die bei uns hier oben in der Leiste sind. Genau, also von denen sollen wir zweimal die Haut sammeln. Jetzt bin ich aber im Überlegen. Also ich hoffe natürlich jetzt, dass die auch droppen und wir nicht dafür Kürschnerei brauchen. Kurz zur Aufklärung, als Kürschner kann man halt das Leder oder die Haut von verschiedenen Tieren abmachen. Also kann man sich die von den Tieren holen. Genau, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Quest funktioniert. Also für uns, weil wir ja schon Bergbau und Ding haben. Ich hoffe es natürlich. Ich gucke nebenbei mal ein bisschen auf die Aufnahme. Nicht, dass jetzt wirklich hier irgendwas komisch wird. Ah, okay, wir haben schon mal einmal Haut bekommen. Was haben wir hier? Lebenswurz. Zack, und wieder. So, also, genau, wir haben ja in der letzten Folge haben wir Level 26 erreicht. Okay, wir haben jetzt sogar zwei bekommen, also die zweite auch noch bekommen, die zweite Haut. Da haben wir Level 26 erreicht und da freue ich mich natürlich. Denn, keine Ahnung, so schneller kommen wir dann auch hoch und ja, mal sehen, wie viele Folgen es diesmal werden. Ich denke, es werden so plus, minus... Naja, bis wir Level 100 sind, sagen wir es mal 110, was jetzt wirklich Max ist. Boah, das wird dauern. Also ich denke mal, wir sind jetzt bei Folge 15 und sind Level 26. Und ohne dieses von Legion, ohne dieses Ding da, ohne diese Invasion, wären wir sicher jetzt noch nicht bei Folge 15 Level 26, sondern vielleicht noch ein bisschen weiter drunter. Also hoffe ich natürlich, trotzdem, dass das Level schnell so weitergeht. Also wir haben ja jetzt pro Video ein Level. Und da hoffe ich dann auch, dass wir immer so weiter können und dann nicht irgendwann mittendrin nichts mehr erreichen. Also wahrscheinlich wird es so ab Level 90 gehen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass sich die Videos nicht unbedingt so lang ziehen. So, wir haben jetzt... Von den jungen Schlingendorn-Tigern müssen wir natürlich 10 Stück töten. Danach müssen wir noch junge Panther töten, 10 Stück. Dann haben wir wieder zwei Quests fertig. Die tun mir aber gut weh. Aber ich bin echt froh, dass ich nebenbei heilen kann. Ich weiß jetzt ja nicht, wie das mit anderen Klassen wäre. Also ich denke, eben gerade haben wir da hier einen Jäger vorbeilaufen sehen. Ich denke mal, der hat es ganz leicht. Der setzt einfach sein Tier voraus und gibt einfach ein paar Schüsse ab. Also ich denke mal, der hat nicht so Probleme. Also wir haben jetzt ja auch nicht unbedingt Probleme, aber... Was ist mit ihm? Achso. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt Probleme, aber es ist halt wirklich manchmal knapp, dass wir kurz vorm Tod sind. Und bei ihm wäre es dann wahrscheinlich viel besser. Oder beim Hexenmeister genauso, weil der hat ja auch ein Tier dabei. Und ja. So, wir haben jetzt hier... eine Seite bekommen? War das auch eine Quest? Anscheinend.
Okay, und zack, auf geht's. Geben uns kurz wieder das Schild. Ja, was haben wir denn jetzt eben bekommen? Irgendeine Schriftrolle, oder nicht? Hey, wir haben doch eine Schriftrolle. Bekommt das hier, oder nicht? Angebot. Ne, das war Fluss. Das war das mit dem Fluss. Das hier? Die grünen Hügel des Schlingdorntals, Seite 14. Okay. Haben wir gefunden. Okay, gut. So, dann haben wir auf jeden Fall die Quest schon mal fertig. Aber wir kriegen quasi, also die geben uns 100 Schaden, glaube ich, während wir den einfach alle Sekunde oder so 40, 49, 48, 49 immer mal so 49 Schaden geben. Okay, die geben uns jetzt 63. Oh, wir haben eine... Achso, wir können hier die Quest sogar beenden. Kriegen wir 4600 EP. Sehr nice. Und kriegen eine neue Quest dafür. Schlingendorn-Tiger getötet. 10 Stück. Die nehmen wir natürlich mit. So, wir gehen jetzt mal in Richtung Panther töten. Junger Panther. Was ich halt ein bisschen das Problem finde, weil diese Videos, ich mache ja meistens so 15 Minuten Folgen oder 15 Minuten plus. Und da habe ich halt das Problem irgendwie, dieses Weitlaufen oder sowas, das zieht natürlich viel Zeit weg, deswegen springe ich das immer vor. Aber, ja. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, ich werde nebenbei immer mal unter meinen Videos von ein paar Leuten gefragt, wie es denn aussieht, wann kommt denn das vielleicht Let's Play Together oder so, gibt es da schon was Neues? Genau, dazu möchte ich kurz was sagen. Und zwar ist es so, ich habe ja, ich glaube es war Folge 13 oder 14, habe ich ja gesagt, also ich suche einfach eine Fünfergruppe, wenn es geht, damit wir Indies machen können oder einfach generell eine Gruppe zum Leveln, dass wir einfach zusammen spielen können. Also, dass ich auch mit ein paar Viewern spielen kann und dass wir einfach zusammen quasi diesen Weg hier laufen. Und da hat sich bis jetzt eine Person gemeldet. Also eigentlich hatten wir dann noch eine Person dabei, also noch einen YouTuber. Könnt ihr aber auch mal bei ihm vorbeigucken. Ich verlinke ihn einfach mal unten in der Videobeschreibung. Genau, aber da gibt es ein paar kleine Probleme. Und deswegen suchen wir quasi trotzdem noch Leute. Genau, und es würde mich halt freuen, würden sich ein paar Leute auch aus meinen Videos finden oder sowas. Also ein paar Viewer, wenn die sich finden würden, das wäre natürlich super. Und da würde ich mich auch drüber freuen. Ja, also wer möchte, kann sich gerne mal bei mir melden oder einfach einen Kommentar schreiben. Genau, und dann wird sich bestimmt eine Gruppe finden lassen. Ja, also wer Lust hat, wer möchte, es sind noch Plätze frei und wir suchen noch, also sagen wir es mal so, ich suche einfach noch ein paar Leute, die mitspielen möchten. Genau, dann könnten wir auch als größere Gruppe rumlaufen. Dann haben wir nebenbei auch noch ein paar bisschen Abwechslung, habt ihr nicht nur meine Stimme, sondern habt auch mal vielleicht ein paar Nachstimmen mit dabei. Genau. Ja. So, ich finde hier irgendwie die jungen Panther nicht. Irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Achso, die können wir auch noch da oben sammeln. Ja, super. Sammeln hört sich auch komisch an. Töten? Töten passt eher. Da oben haben wir doch direkt einen. Ja, ich glaube, ich laufe gerade ein bisschen den Umweg, weil eigentlich hätte ich da irgendwie die Brücke gemusst. Ne, aber egal, wer braucht schon eine Brücke? Wenn es auch kompliziert geht, ne? Ah, okay. Ja. So, 4. Das ist wieder so ein Typ. Okay. Wir, denke ich mal, kriegen jetzt für die drei Quests, die wir jetzt schon fertig haben, die wir dann hier gleich abgeben mal werden, haben wir schon um die 12.000 EP, also 4.000 pro Quest, denke ich mir jetzt so. Oh, da haben wir sogar die Schlingendorn Tiger. Die wir nebenbei noch töten müssen. Ja. Heilen wir uns auch nochmal schnell. So. Von dem müssen wir 10 Stück töten. Das ist zu weit entfernt.
So, dann geben wir ihm hier nochmal und nee, bei ihm auch nochmal. In der Hoffnung, dass das so klappt. Ja, ja, ja. Klappt noch. Perfekt. So. Haben wir schnell zwei Stück getötet. Also wir machen schon Schaden. Also guten Schaden machen wir auch. Aber es ist halt wirklich... Den kriegen wir ja nicht immer raus so schnell. Weil wir ja nicht immer leere Eruptionen haben. Also nicht immer genug... ich vergesse es immer wieder. Nicht genug Wahnsinn haben. Das ist ja der Wahnsinn. So. Da hinten ist noch ein Priester. Der spielt auf Disziplin, so wie es aussah. Weil er Sühne genutzt hat. Das ist so ein Skill. Der könnt ihr mit Heilen und Schaden machen. Schon relativ cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber so war's. Eine Zeit lang. Ja. Das müsste eigentlich... Ne, hier. Ja, doch, er spielt auf Disziplin, genau. Hat man hier Sühne? Starker Distanzangriff. Ich glaube, der heilt aber auch. Also ist jetzt nicht nur, dass der Schaden damit macht, sondern auch damit sich selber heilen kann. Habt ihr's, da seht ihr es gerade. Oder habt es gesehen. So, wir haben jetzt die Quest fertig. Nochmal 4600 EP. Dafür kriegen wir nochmal 4800... eine Quest mit 4800 EP. So. Wir nehmen jetzt noch hier hinten die Schlingendorn-Tiger mit. Ich muss immer mal nachgucken, ob ich auch wirklich das Richtige sage. Junge Panther. Das sieht aus wie ein Schlingendorn-Tiger. Das ist zu weit entfernt. Ich würde ja sagen, wir machen jetzt einfach mal eine längere Folge. Aber ich muss mal schauen. So. Wir müssen 10 Stück von den töten. Ja, das kriegen wir noch hin. Das passt schon. Also 10 Stück kriegen wir mindestens noch hin. Beziehungsweise jetzt 7 Stück. 6 Stück, sorry. Also mit dem hier noch 7 und jetzt noch 6. Da oben werden da wahrscheinlich die nächsten sein. Ja, da sehe ich ja schon einen. Da haben wir noch eine direkte Zinnader. Sehr schön. Ich denke mal, wir werden auch in einer der nächsten Folgen werden wir dann mal in Richtung... Warte mal, was haben wir denn hier alles? Zinnader und Blume, okay. Werden wir dann mal in Richtung Instanz gehen. Also das heißt, ich werde da mal eine Instanz machen. Auch mal ein bisschen Abwechslung. Und ich weiß noch nicht genau. Warte, da haben wir noch eine Zinnart, die will ich jetzt unbedingt noch mitnehmen. Können wir das bald mal wieder verkaufen, weil wir haben schon 32 Zinnerze. 35, sehr schön. Ist doch schon einiges zusammengekommen jetzt wieder. Ja, der Priester geht ja auch schön farmen. Meiner. Ich weiß nicht, wer ihn jetzt bekommen hat. Ja, ich. Oder und er, oder weiß ich nicht. Ich muss näher ran. Ich habe ihn bekommen. Ja, also ich glaube... Oh, jetzt hat er ihn bekommen. Also ich glaube, zum Leveln ist wirklich alles andere besser außer Schatten. Glaube ich. Aber wir ziehen das durch und dann... Werden wir schon sehen. Es kann nur sein, das nächste war bei einer Instanz. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach aufnehme, sobald ich in einer Instanz bin. Oder ob ich währenddessen noch nebenbei ein Gameplay mit aufnehme. Weil das Instanzsuchen als DD, wenn du keine volle Gruppe hast, also als Damage-Dealer, das quasi, was wir als Schatten sind, das zieht sich. Ja, wenn ihr da suchen wollt und keine Gruppe habt, das zieht sich so manchmal, je nachdem, wie viele Leute gerade online sind und suchen, schon über ein paar Minuten. Und das ist halt dann irgendwie sinnlose Zeit. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, wie ich es am besten mache. Aber das werde ich schon rausfinden. So, wir haben jetzt hier keine mehr. Was haben wir hier? Nö. Irgendwo muss es da noch einen einzigen geben. Ein Schlingendorn-Tiger reicht.
Hermann und Zinnader, ja. Geologe. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was das hier jetzt für Quests werden. Wäre ich abgebrochen? Ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Na komm. Ich habe kein Ziel. Sieht ja auch lustig aus, ne? Kämpfen gerade gegen einen Goblin. So. Zack. Mann, irgendwo. Da hinten, da hinten. Ja, das ist ein schlingender Tiger. Ich muss Jawohl. näher ran. Haben wir jetzt doch noch einen gefunden. Was haben wir hier? Sogar eine Jungechse. Da könnten wir sogar mal einen Haustierkampf machen. Zack, und Quest auch abgeben. Nochmal 4800 EP. Level 27 haben wir erreicht. Sehr schön. Wir laufen jetzt einfach noch den Weg zurück. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja, um es gerade auf dem Weg, ich werde das jetzt nicht vorspulen, sondern ich babble einfach ein bisschen. Um es nochmal anzusprechen, wegen dem Let's Play, oder generell der Gruppe. Ihr könnt gerne schreiben. Also, wer das Video guckt, und auch bis hierhin guckt, das freut mich natürlich erstmal, da sage ich auch nochmal Dankeschön. Also für jeden Viewer und für jeden Abonnenten, da freue ich mich wirklich. Und keine Ahnung, das gibt mir auch so ein bisschen noch den Spaß zurück, weil ich dann weiß, jemand guckt meine Videos und ja, also es freut mich schon wirklich. Und deswegen an euch da draußen, die mir vielleicht gerade jetzt zusehen, mich würde es freuen, würden wir einfach mal alle zusammenspielen. Ich meine, es geht nicht, dass wir alle zusammenspielen, aber vielleicht findet sich ja wenigstens eine Gruppe, die dann mit mir spielen möchte. Ja, das wäre mal richtig schön, wenn sich aber dann eine Gruppe finden lässt. Genau, so, wir geben jetzt hier die Quest ab. 4600 EP. Und geben jetzt hier noch bei Trislik die Quest ab. Katze. Achso, da ist der Hunter. 4800 EP. So. Ich denke mal, bei der nächsten Quest, also bei dem nächsten Video, treffen wir uns hier. Und danach treffen wir uns hier, weil hier sind jetzt einige Quests, die wir machen müssen. Und die werden sich ein bisschen ziehen. Auf jeden Fall setzen wir uns jetzt hier mal auf den Tisch, ne? Und dann sagen wir auch mal Tschüss für diese Folge. Also, Denne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.